Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zur nächsten legendären Norska-Würfel der Wanderer-Kampagne. My lady will not allow it. Und diese Lady will not allow it, aber es ist egal, und wir werden sie über den Hangfen rennen mit einem eisigen Live-Gulbranzen. Was meint ihr? Gewinnen wir? Ich weiß es nicht. Ich persönlich bin ganz guter Dinge. Er hat eine 60 Nahkampfangriff, 50 Panzerung, 420 Waffenstärke und gute Lebensenergie von 3000. Und unsere Gegner haben nichts. Also los geht's. Oho. Oh, da ist ja noch eine Zauberin dabei. Die weiterhin Ärger macht. Aber wir probieren es mal. Was meint ihr? Geht vielleicht nach hinten los. Aber komm. Das ist live. Es ist live Gulbranzen. Sollte vielleicht mal die Farben wieder umstellen. So. Was kommt denn da auf uns zu? Es ist ein einzelner Barbar. Was kann er schon machen gegen unsere 25.000 Bauern? 25, meine Herrin. So viele Bauern haben wir gar nicht. Wie viele Bauern haben wir? 70, 75 Bauern haben wir, meine Herrin. Das muss reichen. Ist mehr als genug. Und wenn es nicht gut geht, dann Veronique, greife sie an. Greife den Barbaren an. Mit deiner Rüstung. Ich habe keine Rüstung, ich habe nur ein Kleid an. Sie ist gut genug. So. Ich hoffe, euch hat diese Einlage gefallen. Wo ist er hin? Wo ist der Barbar hin? Er ist verschwunden hinter dem Wald. Ich glaube, er hat aufgehört zu existieren. Ha! Er hat Angst. Vor den Bauern unserer Herrin. Es war nicht anders zu erwarten. Von dieser widerlichen Kreatur. Das Monster ist jetzt schon wieder verschwunden. Es ist ja weg. Okay. Es macht nichts. Bleibt einfach weiter auf den Wald gucken. Der wird schon wieder herauskommen. Ganz ruhig bleiben, Veronique. Alice, du hattest recht. Woher wusstest du das? Jahrelanges strategisches Training. Lauf. Schneller bitte. Komm. Das muss einmal einer nachmachen können. Was? Angriff hat nicht getroffen. Jemanden mit einem Schildbash den Kopf abzuschlagen. Bam. Was ist das denn hier? Ehrlich? Veronique! Vernichte ihn! Oh nein, er hat verloren. Live. Das ist eine Enttäuschung. Live. Gulbranzen, du bist eine Enttäuschung für jeden anständigen Norska. Und solltest dich schämen. Was ist das denn hier? Der wurde als Stimme der Götter aufgelevelt. Was für eine Verschwendung.
Komm, du verziehst dich. Schnappst dir hoffentlich das Gold, was da hinten liegt. Sieht so aus, als wäre das eine... Als wäre es Zeit für Melek, den Lüsternen, hier ein bisschen einzugreifen. Wie kommen wir am schnellsten dorthin? Hier brauchen wir 1, 2, 3 Züge. Hier brauchen wir 1, 2... Kann ich sehen, weil hier so viel angezeigt wird. Da auch 3 Züge. Ne, 4 Züge. Okay, ich glaube, es ist ähnlich. Also komm hinterher, schnapp sie dir. Die Bretonen müssen weg. Ja, das ging nach hinten los. Schade eigentlich. Und der ist eigentlich völlig wertlos, der Typ. Wenn ich mir so seine Fähigkeiten ansehe. Naja. Naja. Kann man nichts machen. Hier haben wir unseren Schamanzauberer mit einem Level abbekommen. Sehr schön. Einkommen plus 3% geht bis plus 15%. Nicht übel. Korruption verbreiten, Auskundschaften, Armee blockieren, brauchen wir alles nicht. Lebensentziehend ist, glaube ich, ganz nett. Seelenfäule ist allerdings noch viel, viel besser. Vor allem mit unserer Chaos-Barbaren-Armee. Obwohl, da fällt mir ein, wenn ich jetzt Fort Osterok angreife, dann sind diese ganzen Schützenreiter und Pistoliere hinter der Mauer. Und damit absolut wertlos. Aber seien wir ehrlich, zuerst müssen wir hier diese Vampirfürsten platt machen. Die uns einfach immer und immer wieder so richtig auf die Nerven gehen. Immer und immer wieder. Wir haben immer noch 85 Nahkampfabwehr und sehr gesunde Nebelschleicher. Das wird uns retten. Aber Njal Schreckenslandschaft, vor dem habe ich mittlerweile ein bisschen Angst, ihn in den Nahkampf zu schicken. Zum Glück haben wir ein paar Magieangriffe hier durch die Nebelschleicher gegen die Banshee. Und Verstärkung. Aber das wird jetzt schon ein bisschen eng. Wenn wir Lottern sind, werfen sie eine ganze Menge gegen uns. Okay. Jetzt dürfen wir nicht mehr ganz so unvorsichtig agieren. Oh je. Das ist ein ganz schön kleines Häuflein geworden. Das ist ein verflucht kleines Häuflein geworden. Diese Armee. Mir vor, als würden wir mit kleinen Armeegrößen spielen. Ach du Schande. Ich wünschte, er hätte schon Regeneration. Naja, wenigstens hat er Giftangriffe. Das ist doch schon mal was. Nicht viel, aber es ist etwas. Okay. Stärkung kommen aus dem Wald. Wir müssen uns unbedingt vereinigen. Vielleicht können wir unseren Gegner dazu bringen, dass er einen unvorsichtigen Angriff hier vorne durchführt. Obwohl, mit den wenigen Truppen, die wir haben, ist so gut wie gar nichts mehr unvorsichtig, was er macht. Naja, los geht's. Margolf regeneriert sich, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ist ungeschickt. Gut, Verstärkungen sind da. Es sind gar nicht mal so wenig. Lauft. Hört auf zu schießen. Jetzt der Regel. Die regenerieren sich jetzt eher sowieso. Okay. Das sieht gut aus, die Verstärkung. Wir können die erste Verteidigungslinie aufbauen.
Jetzt könnt ihr wieder werfen. Und jetzt kommt unser Überraschungsangriff. Okay. Kommt, halte sie auf. Ah, der geht direkt in meine Fernkämpfer rein. Der Mistkerl. Okay, hört auf ihn zu beschießen. Geht lieber hier unten hin und schießt auf den anderen Wargulf. Damit wäre die Geschichte schon mal erledigt. Und der Wargulf ist tot. Schnappt ihr euch den anderen. Beziehungsweise, das dauert zu lange, ich glaube. Kümmert euch lieber hier um die gegnerische Kavallerie. Den Wenden. Hautwolf. Fimius. Halt! Sehr gut! Perfekt gelaufen, das Manöver. Gegnerische Panzerung auf 80 reduziert. Und sie werden zerlegt. Okay. Neu formieren, Leute. Neu formieren. Hier geht besser in Plänkel-Modus, damit hier kein Mist gebaut wird. Und ihr hört auf zu schießen, die sind eh tot. Okay, soweit so gut. Garnison kann in die erste Linie gehen. Und die Fimi-Krieger unterstützen. Okay, gegnerische Infanterie vernichtet. Jetzt kann ich mittlerweile auch meine Fernkämpfer in den Flankenmanöver bewegen. Fimi-Krieger, wo seid ihr? Hier. Ihr geht hier ins Zentrum. Ihr rückt ein bisschen zurück. Hier zurückgehen. Fimi-Krieger reingehen. Okay. Zurück, zurück, zurück. Hautwolf hat auch Geistangriffe, also Magieangriffe. Und unser mobiles Kontingent. Also von hinten annähern. Ihr schaut mal, dass ihr Della von Karnstein zerlegt. Okay, und das sieht so aus, als müssten wir jetzt angreifen. Und Hamon Amboss. Hamon Amboss und hier die gegnerischen großen Taktviecher kaputt machen. Und Schwert der Pein. So, hier reinwerfen. Okay, jetzt haben die kaputt. Hier laufen wir ein paar Mal kreuz und quer durch. Oh, ich habe hier leider meine Elite-Fernkämpfer vergessen, ist ungeschickt. Ihr haut lieber wieder ab, ihr wollt nicht von der gegnerischen Infanterie eingefangen werden. Ihr macht einen riesigen, lächerlichen Dummblob. Danke dafür. Warum? Man weiß es nicht. Man meint, sie sind tot. Insofern haben sie nur die intellektuellen Kapazitäten. Von Zombies kann man nicht viel erwarten. Den geht's echt dreckig. Ich bin weiterhin glücklich, dass hier kein Wind des Todes vorhanden ist. Es killt endlich den General. Ihr killt diese anderen Viecher.
Wolfric, anderes komisches Feeling. Kill auch. Sieht gut aus, sieht gut aus. Gegnerische General ist gleich tot. Sieht sehr gut aus. Oh, der gegnerische General ist tot. Perfekt. Ziemlich viele Verluste erlitten. Aber es sieht noch gut aus. Und damit sollte es das gewesen sein, ja. Ich habe Schlimmeres befürchtet. Und das ist unglaublich. Diese Fimi-Krieger haben noch, glaube ich, kein einziges Modell verloren. Wahnsinn. Und wieder Geld. Ich frage mich, wie viele von diesen Vampirfürsten noch kommen wollen. Kampf getötet, Kampf getötet. Wow, -6% Waffenschaden. Ganz nett. Ganz nett. Nicht großartig, aber ganz nett. So, wir wollen die Seuche der Kriege haben. Dann müssen wir hier noch 2 Punkte reinpacken. Dann haben wir endlich die wertvolle Regenerationsfähigkeit. Und ansonsten Nahkampfabwehr plus 15. Das ist hammermäßig. Das nehmen wir mit. Für unseren Hautwolf. Und die vernichten wir jetzt. Das reicht mir. Die sind schon so oft immer wieder davon gekommen. Komm her, hauen ab, killen. Komm her, und Ärger. Das ist nicht akzeptabel. Es ist nicht vernichtet. Diese Norska kämpfen wirklich. Bis zum geht nicht mehr. Das muss man ihnen lassen. So, der kommt auch noch mit. Mit der Angriffstruppe. Und ihr kommt nach hinten. Das reicht mir. Da sehen wir unsere Gegner. Die Fimi-Krieger dürfen den Angriff führen. Los, Fimias. Bin zuversichtlich, dass von denen nicht viel übrig bleibt, wenn sie beschossen. Ja. Von ihm bleibt nicht mehr viel übrig. So viel zu dieser Balance of Power Bar. Gute Arbeit, Phineas. Und das war das Ende der Verfluchten. Ich glaube, unser Mammut darf den Leichenkarren platt machen. Hey, wo sind die Fimi-Krieger? Kommt. Oder wollen sie einfach zerwerfen? Ach, zerwerfen wir sie. Und jetzt plättet sie. Niemand kann weg, niemand kann irgendwas tun.
sure thing. Es werft nur nicht auf eure eigenen Leute. Gute Arbeit, Female Krieger. Ah, nein, speichern wir nicht. Kann ich jetzt was sagen? Man weiß es nicht. So. Mann, wie viele Vampire wir hier schon erledigt haben. Wie viele kann es denn da noch geben? Das sollte langsam mal am Ende sein. So, in zwei Runden kommt es zur Rebellion. Müssen wir uns hier aber wirklich mal ranhalten, uns zu regenerieren. Zum Glück geht das schnell. Keine Level-Ups. Irgendwelche anderen Fähigkeiten... nicht so wirklich. Und dann fehlt jetzt nur noch Wulfric, der Wanderer. Mit ihm können wir Fort Osterok angreifen. Alles was hier ist, sind nur ein paar Hellebardiere und Beehand-Kämpfer. Gut, diese Dinger nerven. Aber Fort Osterok ist schon ganz nett. Aber vielleicht überlasse ich es einfach den Skaven. Ich glaube, ich überlasse den Skaven. Gehen wir lieber hier runter und machen bei den Vampirfürsten ein bisschen Ärger. Die haben es verdient. Die haben es verdient, mal so richtig geplättet zu werden. Und da kommt schon wieder die nächste Armee, die er aus dem Boden stampft. Das ist unglaublich. Und wie ist die Garnison? Schwach. Schwache Garnison. Mit etwas Glück kommen wir im nächsten Zug zu ihnen. Gut. Wie sieht es hier bei den Bretonen aus? Nicht, dass ich hier schon wieder vergessen habe, irgendwas zu tun. Nein, ist in Ordnung. Hier gehen wir darüber. Geldmäßig und öffentlich ordnungsmäßig wieder alles in Ordnung, abgesehen von hier. Und eventuell kommen bald die Dunkelelfen. We are both their puppets, but the masters have... vielleicht sollte ich mich mit den Dunkelelfen gut stellen. Tollpatschige Kindergartendiplomatie. Das ist aber nicht nett. Möchte ich jetzt echt mal behaupten, sagen. Den können wir vielleicht noch ein bisschen Geld in den Hintern schieben. Stärke Rang 5. Stärker als wir, unglaublich. So, dann mögt ihr uns bald mehr. Vielleicht können wir aus dem Züchterclan einen etwas Geld. Nein, die wollen uns nichts geben. Schade. Aber wir sind jetzt trotzdem fertig und können in die nächste Runde springen. Manikith macht mir zugegebenermaßen schon ein bisschen Angst. Middenland wird immer stärker. Das sehe ich, aber um ehrlich zu sein, ganz gerne. Können wir die später wieder plündern.
Sieht so aus, als bekämpfen sich die Agenten der Skaven und der Kisleviten. Der Palast. Und wenn sie dann zu uns kommt, dann wird's schwierig. Barbaren des Westens, ausgezeichnet, da können wir ein bisschen weiter forschen. Okay, aber wie das Ganze weitergeht und wie wir jetzt bald die Vampirfürsten platt machen, die unbedingt Frieden haben wollen, so wie es aussieht, seht ihr in der nächsten Episode. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.